Herzlich willkommen zum Video. Ich heiße Felix und in diesem Video wollte ich euch ein neues meiner Projekt vorstellen, und zwar das Schwesterprojekt zum BUSD Crops Farmer. Und zwar bringen die ein neues Projekt raus, und zwar den USDC Crops Farmer. Ich habe zu dem initialen Projekt, also dem BUSD Crops Farmer, wie ihr hier seht, schon zwei Videos gemacht in den letzten drei Tagen. Und wenn wir uns das Ganze mal anschauen, ihr seht hier, ich habe das Video vor 20 Stunden hochgeladen und hatte zu diesem Zeitpunkt einen Daily Yield von, also ein tägliches Einkommen von $17,70. Aktuell, wenn wir jetzt mal auf die Seite rüberspringen, habe ich schon ein tägliches Einkommen von $18,40. Also ihr seht, wie schnell das wächst. Das Ganze ist jetzt 20 Stunden her. Ich habe in der Zeit einmal gecompounded, kann das in 1,5 Stunden jetzt wieder machen, und das Ganze wächst und wächst. Genauso wie die Contract Balance in diesem Fall. Wir sind jetzt schon bei knapp 800.000 BUSD. Und warum ich euch jetzt das neue Projekt vorstelle, ganz einfach, weil ich total überzeugt bin von dem Konzept, das sie hier verfolgen. Ihr seht hier oben schon das Banner, wenn man hier jetzt auf einmal draufklicken würde. Ihr könnt natürlich auch gerne den Link in der Videobeschreibung nutzen. Dann landet man auf dieser Seite. Und zwar das neue Projekt, das Schwesterprojekt, launcht jetzt quasi auf der AWAX-Chain. Ihr seht hier den Launch-Timer. Das Video wird auf jeden Fall wieder vor Ablauf des Launch-Timers oben sein. Ihr habt hier genau die gleichen Daten. Wir haben bis zu 8%, die man hier täglich verdienen kann. Es gibt einen 2,5%igen Bonus, wenn man compoundet, und einen 12-Stunden-Compound-Timer, und man kann nur alle 4 Stunden auszahlen. Wenn wir jetzt hier mal runterscrollen, ihr seht hier, das ist genau die gleiche Ansicht. Wie gesagt, das Ganze läuft auf der Avalanche Chain, und ihr müsstet hier den USDC Coin staken. Vorsicht, den USDC Coin, nicht den USDC E-Coin. Nicht, dass das irgendjemand verwechselt. Ihr seht, hier oben ist zum Beispiel auch die Plattform für Trader Joe verlinkt, wo ihr das Ganze kaufen könnt. Das zeige ich euch gleich, wie man das macht. Ich will euch nur mal kurz das User Interface hier erklären. Und zwar, wenn ihr hier eine Einzahlung tätigt, dann erscheint hier in dem Feld euer initiales Investment. Wie könnt ihr in das Ganze investieren? Ihr connectet hier oben eure Wallet, müsst dementsprechend auf der Avalanche Chain sein und eben den USDC Coin aufgeladen haben. Da der USDC Coin nicht der native Coin bzw. der Governance Coin dieser Chain ist, müsst ihr das Ganze hier einmal approven und der Seite Berechtigung geben, auf eure USDC Coins zugreifen zu können. Das ist ein völlig normaler Vorgang, wenn der Governance Token hier nicht verwendet wird. Wie gesagt, hier einmal den Wert eingeben, den ihr hier auf der Plattform staken wollt, das Ganze approven, dann erscheint hier oben eure Transaktion, das bestätigt ihr einmal, und dann gebt ihr eure Depositmenge ein. Hier seht ihr dann quasi den approveden Wert, den ihr auf der Wallet habt. Normalerweise gebt ihr Berechtigung für ca. 1000 USDC. Wenn ihr mehr machen wollt, dann könnt ihr auch mehr machen. Dann gebt ihr hier eben den Wert ein. Wenn ihr jetzt beispielsweise 100 einzahlen wollen würdet, gebt ihr hier den Wert 100 ein, geht auf Hire Farmers, bestätigt nochmal die Transaktion hier oben, dann erscheint hier euer initiales Investment. Und eure eingezahlte Summe wird in Farmer umgewandelt. Wie viele Farmer ihr erhaltet, kommt auf mehrere Faktoren an. Und zwar, je früher ihr dran seid, desto mehr Miner bekommt ihr. Deswegen würde ich euch empfehlen, immer so früh wie möglich in diese Projekte einzusteigen. Und eure Rewards steigen ebenfalls mit ansteigender Contract Balance. Also desto mehr Gelder hier drin sind, desto schneller generiert ihr Rewards und könnt dementsprechend schneller wieder Break-Even gehen. Hier wird ein Break-Even-Point von circa 3 bis 6 Wochen ungefähr zugrunde gelegt, und das Ganze funktioniert nach dem 5-1-Prinzip. Also wenn ihr hier eingezahlt habt, generieren euch diese Farmer, die ihr hier in USDC eingezahlt habt, Rewards in Crops. Diese Crops sind 1:1 in USDC umzurechnen, also heißt, hättet ihr 10 Crops in Rewards, wären das ungefähr 10 US-Dollar, die ihr hier erhalten habt. Dann könnt ihr hier alle 12 Stunden den Hire More Farmers Button drücken und würdet bei jedem Mal einen 2,5%igen Bonus kriegen. Das kann man bis zu 10 Mal machen, und da man alle 12 Stunden das Ganze machen kann, funktioniert das 5 Tage lang bzw. 10 Mal insgesamt, und nach dem 10. Mal, also das 11. Mal quasi, könntet ihr dann auszahlen und eure Gewinne realisieren. Wenn ihr zu gierig werdet und hier zu oft auszahlt, dann gibt es hier eine Tax von bis zu 60%, wenn ihr eben hier zu oft auszahlt. Und das stimmt mich dem Projekt so wohlgesonnen, weil eben das verhindert, dass die Leute zu gierig werden und hier zu oft auszahlen, weil diese 60% gehen straight zurück in die Contract Balance und kommen quasi den anderen Investoren zugute, weil man eben zu gierig war. Wenn wir hier jetzt noch runterscrollen, hier haben wir eine FAQ-Sektion, das könnt ihr euch alles im Einzelnen durchlesen. Ich will das jetzt nicht alles nochmal erklären. Ihr könnt euch auch das Video anschauen, beziehungsweise das erste Video, da erkläre ich das alles im Detail nochmal,
Aber das ist hier bei diesem Projekt genau das Gleiche, da es wie gesagt ein Schwesterprojekt ist von dem gleichen Dev-Team. Was ich noch erwähnen wollte, wir haben hier oben noch den Audit Report, also das Ganze ist geauditet, das ganze Projekt ist sicher, hier können keine Rug Pulls gemacht werden. Das Einzige, was hier halt kritisch ist, sie haben Zugriff auf eure USDC-Coins in eurer Wallet. Aber da ihr die eh normalerweise hier ins Projekt reingeloggt habt, können die nichts damit anfangen. Zusätzlich haben wir hier noch den Contract verlinkt, der ist natürlich noch leer. Der öffnet sich natürlich erst nach Ablauf des Launch-Timers. Es gibt hier oben eine Telegram-Gruppe. Dann wollte ich euch natürlich noch zeigen, wie man jetzt den ganzen USDC-Coin kauft. Und dafür klicken wir einmal auf den Link hier oben auf Buy USDC. Und zwar sind wir jetzt auf der Seite von Trader Joe, das ist sozusagen eine dezentrale Börse. Da müsstet ihr hier oben einmal eure Wallet connecten. Bei mir in dem Fall ist das jetzt schon passiert. Da müsstet ihr vorher von der Börse AWAX-Token an eure Wallet geschickt haben. Gebt hier ein AWAX zum Beispiel ein. Das hat derzeit einen Gegenwert von 78,59 USDC. Wenn ihr das Ganze noch nie gemacht habt, wird hier Approve stehen. Da müsst ihr das Ganze approven und die Transaktion bestätigen. In meinem Fall habe ich das schon mal gemacht, deswegen könntet ihr hier jetzt swappen, dann auch die Transaktion bestätigen und dann könnt ihr den USDC-Coin hier zu eurer Wallet hinzufügen, wenn ihr hier einmal draufklickt. Ich werde das jetzt einmal für Demonstrationszwecke machen und dann könntet ihr dementsprechend auf Add Token gehen und dann würde euch diese Balance, die ihr gerade geswappt habt, angezeigt werden. Wenn das erledigt ist, dann springt ihr einmal zurück zur USDC Crops Farmer Seite, würdet dann hier nochmal eure USDC approven, dass sie hier oben angezeigt werden, dass ihr oben Wert habt. Und dann gebt ihr die Menge ein, die ihr staken wollt, geht auf Hire Farmers und dann werden hier oben eure Farmers angezeigt, die euch dann Crops produzieren und dann dementsprechend in der USDC umgewandelt werden. Das soll es im Grunde auch schon zum Projekt gewesen sein. Wenn ihr Fragen habt, gerne damit in die Kommentare. Ihr findet natürlich alle Links unten in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen da und dann sehen wir uns zum nächsten Video wieder.